der Gehängten nennt. Und zurück zu einer neuen Folge God of War. Zurück in Midgard. Weiter geht's mit der Hauptstory. In der letzten Folge waren wir ja schon in Muxelsheim. Und da haben wir schon Arena-Kämpfe gemacht. Und wir haben uns gar nicht so schlecht angestellt, glaube ich zumindest. Dass wir ein bisschen seltene Ressourcen gesammelt haben. Auch gut, jetzt weiß ich wenigstens, wo es die gibt. So, jetzt schauen wir mal, was uns denn Brock sagt zu Tiers Schrein, glaube ich, oder Schlüssel. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Oh. Ummantle das mit Skorpschlag. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch... Ist das... Wo hast du? Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt. Oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Arbeiten sie doch wieder zusammen. Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Ja, sind sie wenigstens schon mal wieder vereint. Ist auch nicht schlecht. So, okay. Hallo, hey. Muss euch zwar mal einen weiteren Gefallen bitten. Oh, hier gibt's eine Quest. Die machen wir doch gleich. Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Andvari. Trefft mich bei den Landsüderminen. Ist auch eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Okay. Der Schlüssel musste der seltsamen Tür unten passen, die auf der Rückseite versteckt. Schau mal auf die Karte, wo das sein soll. Das soll hier sein. Wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, wenn wir hier hin porten. Ja, probieren wir mal, dass wir die Quest lösen. Wir haben eh hier noch ein bisschen was. Hier sollen wir noch offene Angelegenheiten, tote Fracht. Hier ist auch noch was. Na komm, wir porten mal hier hin.
Oh, dafür muss ich aber schnell zurück, sonst kann ich da nicht hinporten. So, einmal bitte hierher. Ich hoffe mal, jetzt gibt es eigentlich nur den Weg von dort aus. Probieren wir es mal. Warum nennt man Odin Fürst der Gehängten? Ein bescheidenes Beispiel für Odins Wissensdurst. Damals verbrachte er 9 Tage als Toter. Ja, er hängte sich selbst an Yggdrasils Ästen auf, rammte sich seinen Speer in die Seite und sein Blut rann in den Brunnen des Schicksals. Er durchstreifte das Reich der Toten und plünderte die Geheimnisse des Weltenbaums, bis dieser wohl zu Recht genug von ihm hatte und ihn zurück ins Land der Lebenden schickte. Hatte ich nicht erwähnt, dass er total irre ist? Wow! Hier kommen wir bloß wieder raus. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Lenzier Schlucht, wir müssen dort oben hin. Boah, ist ja komplett falsch, oder? Na komm, wir gehen hier mal raus. Das Bildmachgerät an hier. Warum fühlte sich Tyr verantwortlich für Odins Gräueltat an den Riesen? Es gab einen Zwischenfall kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einbringt. Zu der Zeit war der große Krieg noch. Okay. Ein Sieg lag in weiter Ferne und die Jötnar hätten die Waagschale zwischen Asen und Warnen kippen können. Odin hatte Tyr überzeugt, der Hammer diene nur zur Abschreckung, um bei den Friedensverhandlungen stark zu erscheinen. Tyr hoffte, alle Parteien davon zu überzeugen, dass Frieden ihnen allen zugute käme. Er wusste, dass die Riesen besorgt waren wegen des Hammers, einer mächtigen Waffe in Händen, denen sie nicht trauten. Doch sie trauten Tyr. Tyr glaubte stets an das Beste in anderen. So schenkte er Odins vermeintlichen Wunsch nach. Okay, wir müssen jetzt hier runter. Glauben und brachte den Rabengott nach Jötunheim. Ab da lief alles schnell. Die Riesen erahnten Odins List und entlarvten seinen wahren Plan, sie auszuspionieren und ihr geheimes Wissen zu rauben. Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehren kann. Frustriert ließ Odin seinen Zorn an den Riesen von Midgard aus. Thor entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Der Turm verschwand, keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Und weder Mensch noch Gott hat Jötunheim seither betreten. Land zur Schluss, hier sind wir richtig. Und schauen wir mal, ob wir die Quest lösen können. Aber ich bin der guter Dinge. Sowieso mal ein bisschen mehr Nebenquests machen, glaube ich, weil da noch einiges offen hier. Willst du hier müssen wir anlegen. Da glaube ich, waren wir aber doch schon mal, oder? Ja, okay, wir sind richtig. Kein Bereich entdeckt.
Lanzominen. Okay, hier haben wir auch noch was. Hä? Da gerade was gesehen hier, oder? Achso, ja, das ist da hinten. Alles klar. Okay, da unten ist Brock. Und wir haben glaube ich hier. Aha. 16 erst. Beschlossen hat aufzutauchen. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist Santvari. Ha, wusste ich's. Er ging zu den Völlendyrminen, um seinen Fehler zu sehen, aber ein Seelenfresser griff okay. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Antvari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug. Und einen prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Du erzürnst ihn. Na und? Ihr beiden nehmt Antvari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastel ich etwas echt Nettes für euch. Okay. Na, hoffentlich. Hey, hey, vergesst euren Zugangsstein nicht. Okay, ein wahres Hammer suchen. War nicht mehr. Antvari findet es nicht gut, dass wir seine Sachen nehmen. Das ist mir egal. Das werde ich ihm nicht sagen. Jetzt ist er wieder lieb, der Junge. Oh, Bs. Voll, okay.
Easy peasy. Fertig. So, ist hier noch irgendwas? Ein bisschen was zu looten. Na, da oben ist ein Shortcut, denke ich mir. Andvari sagt, dass der Zwerg zu seinen Leuten gehört hat. Dass er wegen seiner Fehler gestorben ist. Er klingt traurig. Die Trauer des Rings ist von geringer Bedeutung, Junge. Kann man hier hoch? Ja. Nicht gefallen. Er warnt uns nicht darunter zu gehen. Hör auf den Ring zu hören, Junge. Ihm ist nicht zu trauen. Schauen wir, ob hier noch irgendwo ein paar Dinge an der Decke rumhängen, ein paar Eimer. Hinter dir, Bruder! Mike! Mischt. Okay, dann würde ich sagen, ab in die Tiefe der Kiste. Hasse. Wir sind eigentlich nicht schlimm, aber. Bring den Ring zum Schweigen, Junge. Ich weiß nicht wie.
Ein Seelenfresser. Und ein Sprenger. Pass auf. Nicht schon mal? Okay, den Seelenfresser. Der wird ja, glaube ich, eh erst getriggert, wenn wir den angreifen. Also müssen wir erst den blöden Springer da machen. Aber ich schau nochmal zurück, weil da war noch ein Weg. Hier sind wir hochgegangen. Und hier war nämlich noch was. Ah, da ist der Shortcut. Sieh her. Hey, noch eine Schatzkarte. Okay, damit hätten wir den Shortcut und jetzt gehen wir mal hinten rein. Wir gehen mit dem Rage weghämmern, den scheiß Läufer. Kampf. Okay. Ein toter Seelenfresser. Was macht ein Seelenfresser überhaupt hier? Was meinst du mit, es ist eure Schuld? Junge, ignoriere ihn. Ich kann ihn irgendwie nur schwer ignorieren. Okay. So, wo geht's hier runter? Ja, okay. Hier geht's auch nochmal hoch. Wo geht's denn hier schon wieder hin? Konzentrieren, Junge! Du!
sehe keine Fallen. Aber er klang so sicher. Ich glaube, die werden noch kommen, die Fallen. Mal schauen, ob es hier irgendwo eine Rabe gibt oder so. Da unten war der Seelenfresser. Trifft ihn doch, oder? Nicht. Jetzt ja. Sprechenden Regen. Jetzt kommen wir mal noch weiter hoch.
Bruder! Epischen Talisman, Igelschutz. Erzeugen Sie eine kleine Abwärtswunde, durch die Kratos Angriffe nicht abgebrochen werden und die Menge an Schaden verringert. Die leidet erneut bei Verbesserungen außerdem eine kleine Menge Gesundheit. Okay. Ah, hier können wir noch was reinlegen. Die Alben da sind wirklich heftig. Junge. Vater, hör bitte zu. Anbaris Leute haben etwas Übles gemacht. Er ist froh, dass du sein Labor zerstört hast und bereut, dass er uns betrügen wollte. Sein Hammer ist hinter diesem Tor. Nimm auf die Huddel hier. Na, das ist der Shortcut. Hier. Junge. Wer das wohl geschrieben hat? Schauen wir erst. Ah, das müssen wir da durchschieben. Verstehe ich, aber jetzt machen wir erstmal die Kiste auf. Hammer des Zwergenschmieds Andvanri, wertvoll für Brock. Sehr schön. Und somit können wir auch durch den Shortcut und dann wieder raus. Ich denke mal, dass noch ein paar Gegnerwellen kommen werden. Können wir ihn behalten? Wir werden mit dem Blauen sprechen. Direkt hinter dir! Linke Seite, Bruder! Okay. War bloß einer. So, dann raus hier. So, mein Junge. Habt ihr zwar den Hammer gefunden? Hier, der Hammer des Alchemisten. Sein Geist ist eine Nervensäge. Ha! Andvari war immer schon ein Arschloch.
aber ein verflucht guter Alchemist. Gib ihn mir und ich schmelze ihn ein. Was? Du willst deinen Freund einschmelzen? Ich brauche eine gefangene Seele, um eurer Belohnung etwas mehr Wumms zu verleihen. Wollt ihr sie nicht? Vater, oh, das können wir nicht tun. Hier, nimm du ihn. Er ist bestimmt nützlich. Versprochen. Na schön. Solange er seinen Wert unter Beweis stellt. Der Kleine hat Tendenzen zum Weichei, was? Na, das wächst sich schon noch raus. Mein Bruder und ich haben ein neues... Okay. Das Projekt. Trefft uns beim Tempel, wenn euch danach ist. Hereinspaziert. Das war's mit Ruhe und Frieden. Jetzt schickt sie alle nach Hel. Also, ah, nee, warte mal. Dieser anderen Sache. Mal an die Arbeit. Talisman, was können wir hier noch machen? Nicht. Na gut, auf Wiedersehen. Okay, dann hätten wir das abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Und natürlich schauen wir in der nächsten Folge, ob ich dann Nebenquests mache oder nicht. Muss ich mal schauen, wie ich Lust drauf habe. Vielleicht mache ich auf Offscreen ein bisschen Nebenquests. Und dann machen wir vielleicht mit der Hauptstory in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, natürlich auch sehr. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.